Ein Sieg wäre also möglich gewesen und das gegen den Serie A-Club Lazio Rom. Aber man nimmt nur ein Unentschieden mit, das heisst also ein Punkt vom italienischen Gegner. Jeder hat gekämpft für die Mannschaft und wir können bauen eine Zukunft mit dieser Mentalität. Für uns ist es unabhängig von den Gegnern. Ich glaube, wir müssen einfach wieder zur Basis unser Spiel zu finden. Wir sind auf den Platz gegangen, wir wollten defensiv gut stehen. Das glaube ich, das ist uns fast über die ganze Spielzeit gut gelungen, auch wenn heute wir Ciccio Guattelli uns ein paar Mal schon gerettet hat. Aber ich glaube, wir sind sehr gut gestanden und mit dem Ball halten sind wir auch viel besser gewesen als letztes Spiel. Letztes Spiel haben wir den Ball sehr schnell wieder verloren. Heute war viel besser und ich glaube, unser Goal ist natürlich sehr schön, überall zu zeigen, was ein Kontaktspiel kann rausmachen. Ja, das war wirklich, vor allem, ich bin zufrieden für mich, aber vor allem ich bin zufrieden für die Mannschaft, weil in dieser Zeit wir brauchen Leistung so. Also wir haben Charakter gezeigt, wir haben gut gekämpft und ich glaube, wir haben probiert auch Fußball zu spielen. Also das war ein gutes Resultat für uns am Ende. Oh, ganz sicher zufrieden, Freude für die Mannschaft, das ist klar, das ist logisch. Gut, vielleicht ist mir jetzt gerade ein bisschen undankbar oder überheblich, aber ich denke, je länger das Spiel gelaufen ist, je sicherer bin ich geworden. Und mit mir wahrscheinlich die Mannschaft auch. Die Mannschaft hat mich sicherer gemacht, wahrscheinlich sehen wir das. Und ich denke, wenn man Konter ein bisschen besser gespielt hätte, ein bisschen kaltblütiger im Abschluss, hätte man das Spiel sogar gewinnen können. Das Spiel war so, dass ich den Eindruck hatte, es hätte auf die eine oder die andere Seite kippen können. Aber es ist besser als verlieren auf alle Fälle. Und ich sage, auf Hinblick auf einen Sonntag, auf einen Basel-Match, ist der Punkt sehr wertvoll. Und ich glaube, die Spieler haben auch gesehen, dass sie mit solchen Mannschaften mithalten können. Und Selbstvertrauen ist dementsprechend sicher auch gut. Nach dem internationalen Ausflug, nach der Begegnung gegen Lazio Rom, wartet in der heimischen Liga der Klassiker. Der FC Basel reist auf Zürich und vielleicht gelingt es einem sogar in dieser Saison der zweite Schlag gegen Basel. Ja, es erwartet ein hartes Spiel. Ich denke, Zürich-Basel, das ist der Klassiker im Schweizer Fußball. Obwohl beide Mannschaften mit Schwierigkeiten in die Meisterschaft gestartet sind. Aber ja, für jeden Fußballfan ist es natürlich ein Highlight. Wir haben gut gespielt gegen Aarau. Wir waren sehr konzentriert, gute Mentalität. Und wir haben noch einmal gemacht heute. Und wir müssen weiter machen und einen Sieg holen gegen Basel. Das wäre gut. Ja, Basel ist ein großes Spiel in der Schweiz, Basel Zürich. Also, ich glaube, in unserem Moment müssen wir weiter so machen und probieren zu finden, wirklich zum solid sein. Und ja, wir müssen parat sein. Jetzt Kopf sofort an Basel, morgen. Und ja, probieren zu machen parat für dieses tolle Spiel. Ja, es kommt Basel, aber ich muss ehrlich sagen, in unserer Situation spielt es nicht so eine Rolle, wer eigentlich kommt. Wir sind so oder so unter Druck. Wir wissen so oder so, dass wir nicht verlieren dürfen. Also, ja, das ist ein gewaltiger, ganz wichtiger Match für uns. Wenn wir auch wieder als Mannschaft auf dem Platz stehen, so wie heute, und füreinander kämpfen, ich glaube, das ist irgendwo im Moment das Entscheidende. Wir müssen gar nicht weiter studieren über Taktik oder über was uns hier erwartet, sondern einfach wieder auf den Platz gehen, wissen, wir spielen gegen Basel, wir kennen sie und einfach auch unser Spiel machen.